Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lumo. Im letzten Part haben wir eine Menge gemacht, bei Lumo ist es immer so schwer zu sagen, was man gemacht hat. Ja, wir haben ein paar Räume gemacht, wir haben das Wasser mit Seife gesäubert und haben damit Blasen erzeugt und ja, hört sich komisch an, war aber so. Okay. Ich freue mich jetzt unglaublich auf diesen Part, ihr müsst wissen, bei Lumo ist das irgendwie so, ich freue mich wie ein kleines Kind auf jeden Lumo-Part, auch wenn es bis jetzt nur drei sind. Aber normalerweise habe ich das nur bei Spielen, die ich noch nicht kenne, also die blind sind. Aber bei Lumo habe ich das irgendwie auch. Das ist total cool. Aber das ist einfach, weil ich das Spiel so sehr mag. Ah ne, das muss ich ja gar nicht mehr machen. Ups. Weil wenn ich Spiele normalerweise kenne, dann ist das nicht so, dass ich keinen Bock habe, das aufzunehmen. Sondern es ist einfach irgendwie so... Nein, aha, was mache ich denn da? Es ist einfach irgendwie so, dass ich... Keine Ahnung, ich kenne halt schon alles. Da überrascht mich irgendwie nichts mehr. Das ist das Problem. Aber bei Lumo überrascht mich trotzdem irgendwie alles. Als ob ich das geschafft habe. Obwohl ich das Spiel halt schon kenne, überrascht mich das trotzdem immer wieder. Oh. Boah, da wäre ich gerade beinahe wieder runtergefallen. So, ich bin oben. So, jetzt kann ich auf jeden Fall immer wieder hoch. Ah, und jetzt kann ich... Ah, easy. Okay, da oben ist jetzt aber nichts. Nein. Ich muss mal wieder mehr mit Karte arbeiten. Wo bin ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich müsste jetzt sogar schon beim letzten sein. Oh, spielen wir jetzt hier eine Runde Donkey Kong. Ich habe mich letztens mal ein bisschen über das Spiel Lumo informiert. Und Lumo ist so eine Mischung aus sehr vielen Retro-Spielen. Oh. Das wusste ich vorher nie. Also hier zum Beispiel jetzt Donkey Kong. Viele Retro-Spiele waren auch dabei, die ich überhaupt nicht kannte. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch noch Pac-Man gibt. Also Pac-Man habe ich damals selbst erkannt, aber ich wusste nicht, dass das so darauf ausgelegt war, viele Retro-Spiele darzustellen. Das fand ich schon ziemlich cool. So, ich habe jetzt hier aber alles soweit gehabt. Also da gab es jetzt nicht, war jetzt kein Raum, wo ich dachte, da war ich jetzt noch nicht drin. Nein, jetzt bin ich wieder zurück. Ich bin aber auch ein Trottel. Ich bin aber auch ein Trottel. Ich darf nicht springen, ich muss erst von der Plattform runter. So. Boah, das ist schwer. Nein, 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 nein. So, jetzt muss ich auf die Plattform warten. Dann gehe ich erst durch die Tür, gehe wieder zurück und hole dann die Quietscheente, weil sonst müsste ich nämlich immer wieder von da starten. Das wäre ziemlich blöd. Nein, nicht runterfallen. Oh mein Gott. Das war so gut, verdammt knapp. Okay. Ich stand dort. Egal. So. Spring. Hol die Ente. Nice. Hier haben wir auch noch eine Ente. Ups. Ups. Frage wieder nur die Ente. Okay, das geht schon mal nicht. War aber auch blöd, dass ich das ausprobiert habe, weil man das eigentlich hätte sehen können. Oh Mann, ich bin gerade ein bisschen zu hibbelig. Nein. Ah, komm jetzt.
Nein! Ich bekomme die Ente noch, Leute. Keine Sorge, das ist keine schwere Ente. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen blöd. Also ich kann mich an zwei sehr schwere Enten erinnern. Die mich damals, für die ich damals echt lange gebraucht habe. Die werden auch auf jeden Fall definitiv noch kommen. Warum gibt es da rechts eigentlich einen Ausgang? Wofür ist der da? Da komme ich aber nie im Leben hin. Nee, nie im Leben. Ist der einfach nur zur Deko da? Oder kommt man da noch irgendwie hin? Ich weiß es nicht. Komm jetzt! Jawohl. Okay, hier ist gar nichts. Ah, und hier geht's wieder in einen anderen Raum. So, das heißt, hier werde ich wahrscheinlich auch noch keine Map für haben. Nee, yep, so ist es auch. Das heißt, wir müssen die Map erstmal finden. Ach, oh, was sind das Spinnenweben? Ich hasse Spinnen. Oh Gott. Viel zu viele Räume. Ach, das war der Raum, den habe ich damals nie verstanden. Ich wusste nicht, wie man da hinkommt. Ah. Ich wusste damals wirklich nicht, wie man da hinkommt. Das heißt damals, ich weiß das wahrscheinlich immer noch nicht. Okay, das war nämlich eine Map, die ich damals nicht geholt habe. Ich hab aber einen Plan. Ich hab einen Plan. Weil ich kann mich tatsächlich sogar noch ein bisschen hier dran erinnern. Hier gab es zwei Türen, ne? Ganz oben und jetzt hier in der Mitte. Ich gehe jetzt erstmal in die Mitte. Nein, hier musste ich noch gar nicht hin. Hier musste ich noch gar nicht hin. Dann muss ich ganz hoch. Ganz hoch muss ich. Wie komme ich da an die Karte? Da muss ich jetzt schon ein bisschen überlegen. Warte, muss ich erstmal die Boxen. Wollte erstmal die Boxen wegschieben. Dann kann der da rein. So, die Box muss ich auch noch wegschieben. Dann kann die Kugel in den zweiten. Und dann kam die große Kugel. Mein Plan war ja immer mit der großen Kugel irgendwas zu machen. Damit ich da an das Ding kommen. Aber die Kugel ist jetzt auch weg. Genau, so war das. Oh, wie komme ich denn jetzt an die Map? Weil sobald ich da durchgehe, bin ich weg. Glaube ich. Ich muss irgendwie an die Map kommen. Es muss doch irgendwas geben. Kann ich die Schraube reindrehen?
Weil ich dachte nämlich immer, ich muss, keine Ahnung, die große Kugel da drauf fallen lassen, damit die Schraube irgendwie reingedrückt wird und sowas. Aber... Ah, Moment mal. Wow. Wow. Das war das ganze Kackgeheimnis. Oh, falsche Richtung. Wow. Das habe ich echt zum Verrecken damals nicht gesehen, ne? Ja, okay, oben waren wir auf jeden Fall im Jedenraum, das heißt, da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Ach. Okay, gegen. Gegen. Der geht mit, der geht mit. Der ist gegen. Der ist auch gegen. Der ist gegen. Der ist gegen. Und der ist auch gegen. Gut. Ach, das war der Spaß. Ja. Gehen wir erstmal durch die Tür. Darf ich das überhaupt? Ja. Huh. Easy. Das ist schon Nummer 25. Das heißt, wir sind auf jeden Fall sehr gut. Mit der Zahl. Ach, andere Richtung. Und damit fließt das Wasser noch weiter runter. Ah, jetzt kommen wir dahin. Das sah nur damals so aus, als wäre das auf meiner Ebene. Ach so. Schlau, schlau. Oh nein, das kam. Das stimmt, stimmt. Das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen. So. Man hat übrigens eine Trophäe bekommen, wenn man das jetzt, wie ich gerade gemacht habe, und das hat man das im First Try geschafft hat. Wenn man das im First Try geschafft hat, hat man eine Trophäe bekommen. Aber die bekommt man auch nur, wenn man es im First Try schafft, weil ich glaube, wenn man zwei Versuche braucht, kommt dann eine ganz andere Cutscene. Hier habe ich noch eine Map für, ne? Ich müsste jetzt da sein, es sind nur noch zwei Räume. Ah, da ist das zweite Teil! Mensch! Ja, komm her! Schön langsam. Mit dem Magneten. Komm mit. Jawoll! Wir haben das zweite Teil. Romantic Robot. Okay. Warum nicht? Nice. Wir haben 6 von 14 Maps. Das heißt, so viele Maps gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch 8 Maps. Ist das Spiel echt kurz. Ja gut, man muss aber auch bedenken, dass die letzten 2-3 Ebenen, die werden ein bisschen länger dauern, weil die sind extrem schwer. Die waren wirklich schwer, da habe ich echt lang gesessen. Muss man einfach sagen. Oh, das ist eine Ente. Die muss ich mitnehmen, Leute. Gott, Enten. Nein. Uno, dos, tres. Jawoll. Oh, und dann geht's runter. Hier haben wir wahrscheinlich auch noch keine Map. Nein. Das heißt, hier werden wir höchstwahrscheinlich unsere 7. Map bekommen. Ach, das war der Spaß. Oh Gott, oh Gott. Schlimme Erinnerung. Genau, hier braucht man ein Ventil. Da braucht man einen Schlüssel.
nochmal einen Schalter. Ach, der hat das nur aufgemacht. So. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall nicht rein. Das ist gut. Das ist gut. War gestern, wohin müssen wir? Wir haben ein paar Wege. Oh nein! Oh, für diese Quietschente habe ich extrem lange gebraucht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und das war noch nicht mal eine Quietschente, von der ich wusste. Weil das Blöde ist, auf die Quietschente zu kommen, ist easy. Und das Blöde ist, dann wieder auf die Dinger hochzukommen. Das war grottenschwer. Ich treffe trotzdem die Quietschente nicht. Man muss eigentlich immer nur mit dem Schatten arbeiten. Wow, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Nein! Na, ich bin ein Idiot! Ey, ich habe damals 10 Jahre gebraucht, um wieder hoch zu... Ey, warum klappt das denn jetzt? Und warum verkacke ich es dann am Ende? Ja, genau das ist normalerweise immer passiert. Dankeschön. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es zweimal geschafft. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nie wieder. Habe ich mir schon gedacht. Dafür habe ich es jetzt raus, wie ich auf die Ente komme. Mann! Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich darf nicht sofort... Ich muss den höchsten Punkt abwarten, den ich mit der Quietschente erziele. Und dann erst drüber ziehen. Also jetzt. Ja, genau so. Und dann haben wir es geschafft. So, dann holen wir uns noch schnell den Schlüssel. Jetzt habe ich den Sprung verkackt. Oh. Der war noch ein bisschen zu weit weg. Ja. Ja. Und dann haben wir den Schlüssel. Easy. So, Nein! Oh crap! Oh crap! Oh shit! Was soll ich im nächsten Part machen? Ich beende die Party, Leute. Ich muss mich stetig darauf vorbereiten, denn ohne Witz. Das war die Quietscheente, für die ich am längsten gebraucht habe. Ich habe da so lange dran gesessen an dieser Quietscheente, weil das Problem ist, der Weg dahin, den hatte ich irgendwann recht easy raus. Selbst der hat noch lange gedauert. Das Blöde ist, sollte ich dann sterben, sobald ich irgendwie die Quietscheente habe oder selbst auch davor oder sonstiges, lande ich nicht da, wo die Karte ist. Nein, ich lande immer wieder da an der Tür. Und das war zum Kotzen. Du musstest den Weg immer machen. Selbst wenn du auf dem Rückweg gestorben bist, musstest du nochmal hin. Das war übel. Das machen wir im nächsten Part, Leute. Da holen wir es. Ich hoffe es. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.